aus der Kunsthochschule Mainz und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Campus TV Spezial. Ich treffe mich hier gleich mit drei Mitgliedern der Künstlervereinigung Leviathan. Das ist eine Gruppe aus jungen Künstlern aus den Bereichen Schauspiel, Malerei, Musik und digitale Medien. Was sie genau machen, wofür sie stehen und an welchen aktuellen Projekten sie gerade arbeiten, das erzählen sie mir gleich im Interview. Doch vorher zeigen wir euch das allererste Projekt dieser Gruppe, den allerersten Film, Saloon Nothingness. Das ist ein surrealer Westernfilm in einem ganz speziellen Look. Seht selbst, ich mache mich in der Zwischenzeit auf die Suche nach den dreien. Durst, Zimmer, beides. Ich habe Durst, ja. Ich habe auch ein Problem. Wissen Sie, wir haben einmal Durst. Was willst du? Ein Glas Wasser. Ich wollte fragen, ob... Das Wasser muss verdunstet sein. Sie haben kein Wasser mehr? Natürlich hat er Wasser. Gib ihm was. Muss ja jeder selber wissen. Komm. Setz dich zu uns. Wir brauchen hier keinen Touristen. Ich möchte nicht stören. Ist es kein Problem? Du störst uns da am Tresen! Akklimatisiere dich. Vielen Dank. Feuer durch die Bäume, versteht ihr? Wenn man den Feind nicht sieht, aber man weiß, er ist da. Genau da. Aber man weiß nicht wo. Die Rinde platzt und fliegt einem um die Ohren. Die Hülsen verbrennen die Gräser. Der erste fällt. Ein treuer Kamerad, ein Pechvogel. So klingt das. Einer von uns schmeißt seine Handgranate. Eine Hand fliegt durch die Luft zum Hi-Fi. Wir stürmen rein und schießen alles nieder. Und wenn das Magazin leer ist, dann nehmen wir es raus und prügeln sie damit tot. Aber das bist du. Glaubt mir. Danach hat man sich einen schönen Rastplatz zurechtgeschossen. Da wird gegessen und gesoffen. Schau ihn dir an. Das ist ein frischer Kamerad. Der hat ja noch Angst. Platz nach den ersten Schüssen. Wir auf dem Kreuzer hatten Manieren. Die Küche ist ein Orchester, meine Herren. 20 Mann dirigierte ich schnipsend mit dem Finger zum Filetieren. Und sehen Sie sich meinen Bart an. Jede geglückte Sinfonie ließ ihn wachsen. Präsident rief mich an seinen Tisch. Dass ihr Essen satt macht, Chef, das ist das Unglückste, sagt er und drückte meine Hand. Schaut euch deine Hände an. Richtige Tellerwäscherhände. Sauber, ungepflegt, immer an das Handtuch gewickelt. Junge, hast du schon mal einen Fisch filetiert? Das gefällt mir. So spricht der Erfolg. Kompromisslos, voll da sein. Man sieht es in den Augen. Immer da sein, immer wach sein. Nicht quatschen, bei uns wird alles zurechtgeblickt. An allem hängt ein Preisschild. High Profile Screening, plus oder minus, gut oder schlecht. Das größte Raubtier trägt den teuersten Anzug. Für so einen reinen Stoff muss man einigen Dreck beiseite schaffen. Mein Lieber, wie können wir dir helfen? Mein Motorrad hat nicht mehr. Ich muss aber weiter. Und dann triffst du uns, glücklicherweise, hier in der Wüste. Ich war bei der Armee. Glaubst du, da ist irgendwas nicht gefahren? Ach, der war doch niemals bei der Armee. Das kannst du mir glauben. Hör zu, 51er und dein Motorrad fährt wieder. Deine Enkel werden... Ich repariere dir dein scheiß Motorrad. Gar nichts musst du mir dafür geben. Nur die Drinks, das wäre nett. Ach, schau dir doch mal an. Der Blick,
Der schwimmt wie eine Wasserleiche, total besoffen. Da kommst du bei mir günstiger weg. Eure Manieren. Ich repariere dein Motorrad für 20. Ich war 25 Jahre auf einem Kreuzer. Ich weiß, was Mechanik ist. Du kannst mir vertrauen. Das ist unbezahlbar. Das ist alles sehr nett. Ich möchte aber keinen Streit auslösen. Ich habe noch etwas Geld. Wie viel? Genug. Aber ich brauche noch etwas für mich. Sehr klug. Erstmal vorsichtig. Hör zu, wir kriegen das hin. Gib uns 50. Hast du 50? Ich habe das Geschäft als erstes gerichtet, also steht mir das Geld zu. Vorher werde ich nicht richten. Die Blumen. Tut mir leid. Was denkst du? Fragst du dich nicht auch manchmal, ob die hier richtig sind? Was meinst du damit? Hier, die ganze Stadt wirkt irgendwie leblos. Ach so, ja. Ich war gestern mit Martha und Tommy im Park. Ich war nicht so gut gelaunt, aber das Wetter war schön. Da war nichts los. Nur so ein alter Typ, der lag auf einer Decke und hat die sicher alle 10 Minuten neu ausgebreitet, als ob er nicht richtig liegen würde. Manchmal will ich wieder weg von hier. Was willst du woanders? Das ist alles hier. Ich freue mich so sehr. Es war eine gute Idee, gemeinsam hierher zu ziehen. Unser Leben ist so viel bunter geworden. Die Blumen sind wunderschön. Ich fiel in einen Teich, war so nass. Vorher war noch alles spiegelglatt. Ich fiel in einen Teich, war so nass. Das wusch alles an mir ab. Ihr wisst, es gab uns wohl nicht so nass.
Junge, ich sehe es dir an. Du gehörst nicht hierher. Hey, du. Dein Wegweiser ist völlig hinüber. Als Entschädigung für den Diebstahl gebe ich dir kostenlos einen ökonomischen Rat. Der Goldrahmen scheint noch einiges wert zu sein. Da kannst du dir noch einige Drinks besorgen. Und für meinen Ratschlag uns allen eine Runde ausgeben. Sind wir im Geschäft? Junge! Das sind Diebe und Quatschköpfe! Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja! 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 Ich hab gestern erst geduscht. Du stinkst nach Alkohol. Ich bin seit einer Woche betrunken. Du siehst ganz gut aus wie ein Alkoholiker. Das liegt daran, weil ich trinke, dass es mir Spaß macht. Nicht, weil ich mit dir ficken will. Ich kann dir nicht helfen. Ich komme hierher, jeden Tag, du auch. Das war's. Vielleicht hast du was verstanden. Ist es dir nicht egal? Nein. Sinnlos und ohne Ideal.
Okay, da sind sie. Wir gehen rein. Bei mir sind jetzt Thorsten Schlicht, Annika Schilling und Laurenz Linsel. Sie alle gehören zu der Künstlervereinigung Leviathan. Und Laurenz, an dich geht die erste Frage. Wir haben jetzt gerade den Film gesehen, Saloon Nothingness. Diese Produktionsweise, die ist ja schon besonders. Also es sieht aus wie gezeichnet, ist aber gedreht. Wie ist das vonstatten gegangen? Das ist ein rotoskopisches Verfahren, das wir da angewandt haben. Das heißt, man nimmt das Filmmaterial sozusagen wie herkömmlich bei Real-Life-Action-Filmen auf. Und in unserem Fall, wir haben das Material dann einfach in Premiere geschnitten, von Premiere in Photoshop übertragen und dann in Suzhou in China bin ich gewesen, habe da mit 30 Studenten Bild für Bild abgemalt auf einem braunen Untergrund, damit das alles so eine alte Ölbildästhetik bekommt. Und eure Künstlervereinigung, die steht ja auch so ein bisschen für diese besonderen Projekte. Vielleicht erzählt ihr uns einfach erstmal, was ist denn Leviathan und wer gehört zu Leviathan? Das sind drei Gründungsmitglieder, mit denen du hier heute sitzt. Ich glaube, ihr könnt mal besser darüber erzählen. Ja, also der Film wurde ja erstmal tatsächlich gedreht mit echten Menschen in einem Green Room. Und immer nach Drehschluss wurden die Sachen sofort gesichtet und schon angefangen zu schneiden. Und da kamen dann auch andere Leute noch mit dazu, die Freundinnen von Leute oder Freunde. Und es hat in diesem Raum eine unfassbar starke, fast spürbare Kreativität gegeben. Und Laurenz hat schon beim Dreh gesagt, wir fahren mit dem Film nach Cannes. Und es hat ihm keiner geglaubt. Und als wir dann tatsächlich in Cannes waren und es tatsächlich funktioniert hat, haben wir beschlossen, dass wir so nicht auseinandergehen können, dass noch zu viele Ideen da sind, dass wir uns auch so sehr schätzen gelernt haben, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren wollen und weiter zusammenarbeiten wollen. Wenn du schon Cannes immer ansprichst, also mit Cannes meinen wir natürlich das internationale Filmfestival in Cannes. Ihr wart dort bei der Short Film Corner vertreten. Was heißt das genau und welche Chancen bietet dieses Festival eigentlich für euch junge Künstler? Short Film Corner, das ist für Filmemacher wie uns eigentlich so eine Art Charity, in der wir sozusagen als erstes Prüfsiegel unter Beweis stellen können, dass wir etwas gemacht haben, was der Jury, die sich ja halt dort alle Filme anschaut, wert ist, gezeigt zu werden. Und wenn man dann so einen Film dort eingeschickt hat, darf man mit einem Badge in das Festivalgelände rein. Leute kennenlernen, Netzwerke aufbauen und den eigenen Film, den man gemacht hat, ein bisschen bewerben, zukünftige Jobchancen ein bisschen abklappern. Der Thorsten war dieses Jahr mit Pechmarie zum ersten Mal da. Genau, und bevor wir den Thorsten zu Pechmarie befragen, Pechmarie ist ein aktuelles Projekt von der Gruppe und wir haben die Möglichkeit, euch als Zuschauer von Campus TV mal den Trailer von Pechmarie zu zeigen. Viel Spaß! Musik
heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Bei Tag und Nacht, ich bitte dich, beschütze Gier und leite mich. Lass mich leben, recht und fromm, damit ich in den Himmel komme. Amen. Du bist der Produzent von dem Film Pechmarie. Der Film widmet sich einem, ich sag mal, schwierigen Thema. Es geht um familiären Missbrauch, um Vergewaltigung. Wieso findet ihr, dass Kurzfilm als Projekt genau passend ist für dieses Thema? Das kam durch ein bisschen Experimentieren heraus. Ich habe damals einen Song drüber geschrieben gehabt, weil mir eine Kommilitonin damals was Ähnliches erzählt hat. Also es ging um häusliche Gewalt und dass sie immer geschwiegen hatte und irgendwann ist es einfach aus ihr rausgebrochen und dann hatte ich irgendwie diese Motivation oder den Drang, darüber zu schreiben, einfach irgendwas dazu zu sagen, eine Meinung zu haben. Und dann ist dieser Song entstanden, der aber nicht reflektiert genug war, meines Erachtens. Und dadurch wollte ich dann einem auch das Ganze in einem Kurzfilm festhalten. Das heißt, in einem Kurzfilm ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass man mit ganz vielen Details arbeiten kann, ohne dass der Zuschauer total überflutet ist damit. Der nimmt sich diese 15, 20 Minuten Zeit, um sich auf alles einzulassen. Und ich glaube auch, dass ein Kurzfilm ein Medium ist, was man immer wieder angucken kann. Das heißt, man hat diesen Film gesehen und hätte die Motivation, auch ihn nochmal zu schauen, sich nochmal durchzuquälen durch dieses ganze Szenario, um wieder neue Facetten daran zu sehen. Und das ist das Spannende. Unbequeme Themen oder unangenehme Themen steckt ihr euch auch so ein bisschen auf die Fahne bei Leviathan. Also ihr wollt, ich habe ein Zitat gelesen von Leon Peach, er gehört zu einem Mitbegründer von eurer Gruppe, Licht auf das bringen, was die Gesellschaft im Dunkeln hält. Würdet ihr das jetzt immer noch so für aktuelle Projekte unterschreiben? Also ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Mein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit Stalking. Das heißt, da wird es auch zum ersten Mal die Hürde geben, dass ich versuche, einen mittellangen draus zu machen. Aber soll genau dasselbe sein. Also wieder die dunklen Stellen beleuchten, die für mich noch unbegründet sind und neu, noch nicht erkundet sind und einfach neu zu etablieren. Und wir haben auch schon ganz früh gesagt, wir wollen eigentlich nichts machen, was es schon gibt. Wir wollen gerne neue Sachen machen und auch mit neuen Ideen arbeiten. Und wenn wir jetzt uns mit unbequemen Themen beschäftigen, dann ist das auch, weil uns das selber vielleicht interessiert und wir das selber spannend finden und weil es dazu vielleicht auch noch nicht so viel gibt und wir das aber wichtig finden und was dazu machen wollen. Und eben vielleicht auf Themen hinweisen wollen, über die man normalerweise nicht spricht, die aber vielleicht trotzdem wichtig sind und ja doch da sind. Ihr macht ja wirklich vielfältige Projekte. Aktuell reden wir nur über Filme, aber ihr habt ja auch in eurer Gruppe Maler, Musiker, IT-Spezialisten. Beschränkt ihr euch auf den Film oder sieht man euch auch irgendwann mal auf den großen Bühnen oder am Theater? Also wenn man den Leviathan als Summe der Leute nimmt, die da drin sind, dann ist das eine extrem vielfältige Gruppe. Also wie du schon gesagt hast, es ist aus ganz vielen verschiedenen Genres Leute, die sehr verschiedene Dinge tun. Da wir aber eben mit Film angefangen haben und uns über den Film kennengelernt haben, ist das, woran die Gruppe gemeinsam arbeitet, im Endeffekt das Medium Film. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal Sachen, die wir so schreiben, mal unter Leviathan quasi veröffentlichen oder uns anderen Medien vielleicht widmen. Aber aktuell sind wir mit Filmprojekten so ausgebucht, dass da gerade auch gar keine Zeit für wäre, groß jetzt in neue Genres oder Medien vorzustoßen. Vielleicht haben wir jetzt ja da draußen ein paar Interessenten geweckt. Darf denn bei euch jeder mitmachen? Also darf da einfach jemand vorbeikommen, der Bock hat, Kunst zu machen? Oder seid ihr mittlerweile so und sagt, es muss eine Aufnahmeprüfung geben oder ähnliches? Also prinzipiell haben wir immer Lust auf neue Leute. Uns ist aber sehr wichtig, dass die Leute, also dass das keine Arbeitsbasis ist. Es ist nicht so, dass wir zusammen arbeiten und danach nach Feierabend geht jeder nach Hause, sondern wir schon großen Wert darauf legen, dass wir eben mehr als die Filmcrew sind, dass wir größtenteils alle Freunde sind und wenn jemand Neues dazukommt, dann kann der uns gerne kennenlernen und gerne einfach auf einem Meeting vorbeischauen.
gucken, ob er uns mag, ob wir ihn mögen, ob man auf einer Wellenlinie ist und dann einfach gucken, was für Projekte anstehen, worauf man Lust hat und ob man da mitmachen möchte. Dann bedanke ich mich bei euch dreien für dieses wirklich interessante Interview. Ja, und wenn ihr weiteres erfahren wollt über Leviathan, dann klickt ihr auf deren Facebook-Seite oder Website. Und wenn ihr mehr über Campus TV erfahren wollt, dann klickt ihr bei uns rein auf unsere Homepage oder bei unserer Facebook-Seite. Ich sage bis zum nächsten Mal und bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss.